Hallo und herzlich willkommen hier zurück zu Anno 1800. Mein Name ist der Ed, ich begrüße dich ganz herzlich. Schön, dass du wieder dabei bist. Ja, und wir machen jetzt mal Folgendes. Wir werden jetzt mal ein paar Handelsrouten erstellen. Beziehungsweise, wo bist du? Du bist hier. Du bist das. Und du bist unser Flaggschiff. Okay, Flaggschiff kehrt mal zurück. Wir haben Geld, das ist auch okay. Mal gucken, ob wir jetzt hier mal die Gläserei bauen können. Die Glashütte. Und dann fehlt uns nur noch die Fensterfabrik. So zumindest die Theorie. Wie sieht's hier aus? Das ist okay. Das haben wir beim letzten Mal gebaut, den Park. Hier so ein bisschen. Ist auch in Ordnung. Wir haben keine Handwerkerarbeitskraft mehr. Wow. Das ist übel. Dann werden wir mal ein bisschen upgraden müssen. Damit wir ein bisschen was auf Vorrat haben. In Dundemore fehlt ein Besucherkai. Okay, neue Gebäude wurden freigeschaltet. Das ist geil. In Dundemore, okay. Dundemore. Fehlt ein Besucherkai. Wenn wir jetzt natürlich einen Besucherkai bauen können. Oh, wir können noch mehr Zeugs bauen. Das Leben eines Bauern mag bescheiden sein, aber grüne Weiden und feuchter Dunst von den Auen, das ist so zauberhaft. Ein Besucherkai, alter Falter, was ist das denn für ein Riesending hier? Freie Küste erforderlich? Ja, die haben wir doch gar nicht mehr. Was soll ich denn hier bauen? Dann müssen wir von der anderen Seite irgendwie... Haben wir hier noch irgendwo Platz? Hier hinten? Können wir bauen? Okay, ist ja geil. Bum, 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 bum. Besucherkai. Ja, wir müssen langsam mal vorankommen. Es ist nicht leicht. Hier haben wir genug in Ditchwater. Das ist, sieht so an sich gar nicht schlecht aus. Das Einzige, was wir jetzt noch nicht haben, ist hier diese Fabrik. Da fehlt es uns einfach nur an der Kohle. Und an den passenden Arbeitskräften. Aber auch das kriegen wir gleich hin. Jetzt haben wir schon 80. Ja, das ist auch okay. Ich guck grad. Hier sind lauter Bäumchen noch zum Aufbauen. So. Gehandelt wurde bei uns. Das ist auch gut. Wir haben hier ein Varieté. Kostet 10.000. Und vor allen Dingen haben wir noch ein Rathaus. Das müssten wir eigentlich auch mal hier hinbauen. Das ist nämlich gut für unsere Wohnhäuser. Müsste man normalerweise wirklich hier reinbauen. Quer rein. Dazu müsste ich mal ein paar Dinger wegschieben. Komm dahin. Und dann bauen wir unser Rathaus hier rein. Wenn es denn geht. Das geht natürlich nicht rein. Ach, ist das ärgerlich. Die Waffenruhe wurde beendet. Ich ziehe mal ein bisschen was weg. Weil ich die hier unten, das Rathaus hier unbedingt hinhaben will. Hier noch. Da noch. Und dann müssen wir mal zusehen, ob wir vielleicht eventuell mal heute anfangen können mit der Expedition, die uns ja auch, befähigt dann unsere Kampagne weiterzuspielen. Und das passt jetzt. Das ist gut. Und dann können wir... Oh, jetzt wird's interessant. Zeitungsstand, Springbrunnen, etc. pp. Romantische Plaza. Alter Falter, jetzt wird's richtig interessant. Sehr schön.
Ulme Zitterpappel. So, okay. Steine. Ziehen wir mal hier mit Steinen durch. Aber wenn, dann muss das ja auch richtig hübsch sein überall. Das ist ja die Hauptstadt. So, hier ist noch... was haben wir denn da? Da, nee, da ist gar keine Straße. So, Ditchwater läuft soweit. Das ist okay. Überall ist, außer hier oben. Okay. Nächste Aktion. Das kostet halt alles. Varieté. Was kann das denn? Bietet ihren Einwohnern diese Dienstleistung an. Kostet 10.000, ey. Boah. Puh. Das ist teuer. Da müssen wir aber ordentlich Gas geben. So, das Einzige, was wir jetzt Probleme haben, ist das hier, ne? Fensterfabrik, die läuft noch nicht. Fehlt uns an Geld. Also lass mal überlegen, ob wir irgendwo noch was machen können. Der hat gerade keinen Auftrag. Der hat... Mein Magen spielt wieder verrückt. Ich muss mir das hier an Sie übergeben. Okay, nehmen wir gerne an. Marsch. Wo ist er denn? Das ist er nicht. Der ist das. Haltet sie auf Kurs. Genau, gib mal Gas. Feuer ist ausgebrochen. Oh, 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 und hier haben wir keine Feuerdings. Wo ist es denn, das Feuer? Ich sehe es hier nicht. Da. Und wir haben hier kein Feuer. Ah. Feuer, Feuer, Feuer. Feuer. Eieieiei. Leute, macht keinen Scheiß hier. Neue Ziele. Mann, 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 Mann. Hafenmeisterei. Da müssen wir auch mal Gas geben. Es fehlt einfach an Kohle überall, ne? Kohle ist gerade ein Problem. Wir gucken mal auf diese Expedition. Routen, Weltkarte war das, glaube ich. Die alte Welt, Weltkarte. Schließen die Expedition Suche nach Isabel Sacramento ab. Das ist das hier. Was haben wir denn da? Mögliche Belohnung, neue Region, Jagdglück, wahrscheinlich, Gefechtskunde, Navigation, höchstwahrscheinlich. Okay, das ist geil. Was ist das denn? Ich lotse sie von hier bis zum Abgrund am Ende der Welt. Okay, empfohlene Vorbereitungen. Rationen. Das heißt, wir brauchen Rationen, um uns das Schiff zu weisen. Dann nehmen wir mal... Das ist die Fregatte. Moral ist hier schlecht, der geflügelte Affe, Taube, Grün. Hab die Pfeife eingemottet, als der Husten schlimmer wurde. Wir machen es noch nicht. Okay, Jagdglück. Okay, wir machen es noch nicht, weil wir brauchen nur noch mal ein Schiff. Was wir dementsprechend ausrüsten. So, wir sind wieder im Plus, das ist gut. Wo sind denn jetzt meine Schiffe? Okay, du bist hier.
Okay, hier wird wenigstens das Feuer bekämpft, das ist gut. Die Viper ist unterwegs. Okay, es ist, wie gesagt, es ist gerade noch nicht so hundertprozentig. Es läuft noch nicht so hundertprozentig, wie ich mir es vorstelle. Jetzt geht hier Wolle runter. Ich werde bekloppt. Schnaps kommt gar nicht ran. Es ist echt übel. Schnaps wird gar nicht produziert momentan. Und das, obwohl wir so viel Kartoffeln haben. Müssen wir nochmal nachlegen, nochmal eine Schnapsproduktion Produktion bauen. Das beruhigt den Magen. Auch nochmal zwei Schnapsproduktionen. Nehmen das an. Die Attraktivität ihrer Stadt hat sich verringert. Ja, komm. Neue Befehle, Admiral. Wegen der Schnapsproduktion. Müssen wir dann halt dementsprechend kompensieren. Unter anderem zum Beispiel mal mit einem. Die Dinger kann ich noch nicht bauen. Ein Zoo, das wäre so geil. Rum. Ah, da brauchen wir 500 Handwerker für rum. Fleischkonserven. Gebäude wurden zum Raub der Flammen. Ah, hier. Okay, konnten wir wieder aufbauen, das ist okay soweit. Dann machen wir mal Folgendes, dann bauen wir auch hier mal weiter aus. Zumindest, dass sie hier nicht aufständisch werden oder irgendwie sowas. Muss ja nicht sein, ne? Man muss es ja nicht provozieren. Das heißt, die bekommen jetzt hier mal ein bisschen Optik. Gibt es einen kleinen Brunnen noch hin? Und hier nochmal zwei Apfelbäume. So. Das sollte den Leuten helfen. Ich will mal ganz kurz gucken, was wir hier haben. Fisch. Schnaps wird hier noch nicht gut produziert. Das ist mir zu wenig. Schnaps. Schnaps ist mir noch zu wenig. Wir werden noch eine zweite Schnapsbrennerei aufziehen. Warte mal ganz kurz. Können wir die hier oben mit hinbauen? Ja, können wir. Machen wir oben mit hin. Dann gibt es da oben nochmal ein Lagerhaus. Dann würde ich das besser verteilen. So. Wie weit sieht es hier aus? Schiff, wo bist du? Unterwegs. Können wir hier upgraden? Noch nicht. Kostet 10.000 und 20 von diesen Fenstern. Fenstern ist auch noch nichts, weil wir noch nicht produzieren. Okay, gut zu wissen. Dann geht's hier weiter. Dann bauen wir jetzt mal was anderes noch. Besucherkai. Damit die Leute unsere Insel auch besuchen können. Freie Küste erforderlich. Geht hier nicht, oder was? Da geht es. Wie gesagt, wir haben momentan eine Menge in Produktion. So, hier bauen wir auch mal weiter. Wir haben ja genug Steine momentan. Steine sind gerade überhaupt kein Problem. So. Wie sieht's hier aus? Kohle. 2500. Alter Falter, ey. Ah, der kommt jetzt hier an. Das ist gut. Wir brauchen echt ein bisschen mehr Asche.
Hier ist voll. Das Lager ist voll. Neue Ziele. Itemsockel, Frachtraum, der hat hier fast nichts, ne? Und ich kann die Dinger auch nicht loswerden, das ist auch so ein Problem. Ihre Majestät wird erfreut sein. Ja. Liefern Sie Blakes diplomatisch 40 Tonnen Ebenholz. Ei. Jetzt muss ich echt wieder zurückeiern. Oh, ist doch kacke. Ah. Mann, Mann, Mann. Aber ich habe eine Idee, was wir jetzt machen. Wir holen uns jetzt nochmal eine Produktionsinsel. Hier ist auch noch. Oh, guck mal. Nochmal eine Produktionsinsel. Und zwar Bretter. Das. Und Stahl haben wir auch genug, um uns noch eine Insel zu holen. Bier geht nach oben, das freut mich. Und ich hatte hier ein Auge geworfen auf so eine ganz kleine Insel. Wo war die denn? War das die hier? Ich weiß gerade gar nicht. Nee, die ist zu groß. Die hier war es, glaube ich. Genau, das war die kleine Insel. Das ist hier nochmal Eisen, Stein und Kupfer. Salpeter. Die holen wir uns auch noch. Und so langsam geht's voran. Jetzt haben wir wieder zu wenig Bauern. Ich werde bekloppt, ey. Das ist unglaublich, oder? Jetzt haben wir wieder zu wenig Bauern. Frag mich gerade, warum wir zu wenig Bauern haben. Endlich gibt es wieder was zu essen. Warum haben wir jetzt wieder zu wenig Bauern? Ich kann nur nicht hier ständig nachscheffeln. Alter Falter, ey. Man ist wirklich nur beschäftigt am Bauen, Bauen, Bauen. Okay, jetzt ziehen wir. Hier auch nochmal lang. Das Ganze in schön. Nee, als dahin. Gibt es jetzt Ulmen? Ach, die haben keinen Anschluss zur Straße. Das ist ja auch doof. Momento. Tut mir leid, ich muss euch leider noch mal fällen. Ich weiß aber, warum wir jetzt keine, Dings mehr hatten. Nicht genug Leute, weil wir hier die Schnapsproduktion im Laufen haben. Warum ist das? Warum kann ich denn da nichts hinsetzen? Laubbaum, Laubbaum, hier ist doch nichts. Auch nicht schlecht. So, komm schon. Kannst du nicht mehr so weit weg sein? Brauchen echt Kohle, ne? Das ist fehlen. Ach, jetzt fehlt dir dein Geld. Oh. Und rum müssen wir auch noch bauen. Ah, hier ist nicht so schön. Kann man da hinten noch weiter bauen? Spielstand gespeichert.
Polizeiwache, das ist in Ordnung. Die Dinger müssen wir auch noch hochziehen. Varieté. Bringen Sie frohe Kunde? Ja. Palladrio, das macht mich froh. Schön. Mal gucken, ob wir jetzt ein bisschen was machen können. Glas. Oh, wir brauchen Glas. Dafür muss ich die hochziehen. Jetzt haben wir wieder zu wenig Arbeiter. Also Handwerker, das ist Wahnsinn. Das ist doch echt krass. Das ist so krass. Das ist nicht leicht, ne? Es ist nicht leicht zurzeit. 2.500, ey, das ist Wahnsinn. So. Gucken wir mal, was wir hier handeln können. Irgendwas muss es ja geben. Kanonenschnaps. Schnaps könnten wir handeln. Siegel setzen! So, du bist hier. Du fährst los. Du bist hier bei der Dame. Und du hängst jetzt hier. Das ist okay. Wir brauchen, wie gesagt, erstmal Kohle noch. Vorher können wir gar nichts reißen. Das Ding braucht nämlich auch ordentlich Asche. 25.000. Du wirst bekloppt bei. So, hier sieht es wieder gut aus. Jetzt ist das Problem mit den Handwerkern. Da sind wir genau ausgeglichen. Ja, und die wollen natürlich jetzt auch noch Paprika und was weiß ich nicht was haben. Alter, ey, du bist echt nur am Rödeln, ne? Nähmaschinen, was braucht man dafür? Eisenmine, Kohlemine. Haben wir hier eine Kohlemine? Ja, haben wir. Ne, Steinkohlevorkommen. Kohlemine auf. Hochofen, Nähmaschinenfabrik. Okay, was brauchen wir hierfür? Rinderfarm, Paprikafarm, Großküche, Eisenmine, Konservenfabrik. Ey, das ist der Hammer. Ey, wie soll ich denn das... Wie soll ich denn das produzieren? Warum? 300 von 500. Wie soll ich das produzieren, frage ich mich. So, okay, fehlende Ausbaukosten. So, der ist hier, der braucht jetzt, um das Ding zu bauen, 2.500. 2.500. Hier gibt es gerade keine Aufgabe, das ist ja auch doof. Aber er kann was verkaufen. Oh, endlich kann ich mal diese Winde freisetzen. Komm. Mit dem größten Vergnügen. Danke. Gucken wir, was wir jetzt noch handeln können. Ein königlicher Handel. Handelskarte. Fahren wir zu der Insel. Hier ist nämlich alles voll. Was führt sie zu uns? 300 Holz. Haben wir hier. Nochmal drüber schauen? Ja, komm. Sieh an, der Idiot ist zurück. Oh, gütiger, ich habe sie für den Fotografen gehalten. Ja, du bist ja wohl nicht ganz reisefertig, oder? Ich schweige wie ein Grab. So, müssen... Ich denke, die Leute werden es schlucken. Ja, komm. Natürlich wissen Sie, was das Beste ist. Wir brauchen das. Genauso werden wir jetzt hier mal ein bisschen was verkaufen. Sie warnen Ihre Leute vor der Bestrafung. Das ist sehr nobel.
Jetzt auch jede Menge. Ein guter Zug, Schätzchen. Mal ganz kurz. Sie haben an Einfluss gewonnen. Gut, sehr gut. So, das verkaufen wir mal. Wenn wir dadurch Kohle bekommen, wir müssen die Lager leer kriegen. Wir machen zwar ein bisschen Plus, das ist aber noch zu wenig für meinen Geschmack. So, und hier ist... Könnten wir Schiffe kaufen ohne Ende? Ich stehe zur Verfügung, falls Sie jemals eine helfende, wenn auch leichte... Ich guck mal, ob wir noch irgendwo was haben. Hier ist noch was. Haltet sie auf Kurs! Was gebe ich alles dafür, nur einmal aus diesem Loch herauszukommen? Kriegsschiffe. Schaden pro Schuss 10%. Gefechtskunde. Navigation. Oh. Ja, geil. Wir machen es mal kurz weg. Die Viper ist unterwegs. Du bist da unterwegs. Und du bist hier. Okay. Wir könnten jetzt hier noch ein Konto bauen. Bevor du dich überall breit machst, denk dran, was wir besprochen haben, ja? Was haben wir denn besprochen, mein Freund? Gar nichts haben wir besprochen. Du weißt doch, nicht alle Eier in einen Korb legen. Wow, du hast aber artige Dinger. So, alles ist unterwegs. Oh, und hier ist ein Quest, das ist gut. Erretten Sie mich aus dieser quälenden Reihe. Ein Opfer meiner eigenen Zufriedenheit. Ich fürchte, ich werde noch anspruchsvoll. Finden und holen Sie Maria. Frage ist, wo ist denn die Dame? Die ist hier irgendwo. Da ist sie. Ein Springbrunnen freudvoller Neuigkeiten. Oh, Bewegungsgeschwindigkeit, Frachtverlangsamung minus 25%. Jawohl, geilo. Und hier ist irgendwie... Grad... Warum eigentlich? Ach, wenn es doch nur mehr von mir gäbe. Ach, wegen dem Glas. Jetzt haben wir wieder genug davon, aber zu wenig davon. Okay, dann müssen wir mal... Ich versuche ja gerade die Balance zu halten, ist aber nicht leicht. Es ist nicht leicht. Es ist nicht leicht. So. Was können wir hier handeln? Was haben wir denn hier? Holz. Kartoffeln ist voll. Schnaps. Viel mehr haben wir hier auch nicht. Steine könnten wir machen. Dass wir die verkloppen. Oder zu unserem Kontor bringen. Zu unserem neuen. Obwohl, der hat ja noch genug. Die können wir eigentlich verscheuern. Verkloppen wir. Kurs gesetzt. Wir müssen ein bisschen Geld bringen. So, jetzt ist hier wieder... zu wenig und zu viel und hast du nicht gesehen und überhaupt. Ah, es variiert ganz schön, ne? Sind wir wieder im Plus? Ich versuche mal zwischendurch ein bisschen abzugraden. Ich fühle mich geehrt. Ja, dir fehlt es an Fleischkonserven. Nähmaschinen. Ist echt heftig gerade. Alles das im Blick zu behalten und zu managen ist nicht leicht. Es mangelt an Arbeitskraft. Ja, das weiß ich, dass es hier mangelt. Wir versuchen doch schon alles. Arbeitskleidung, okay. Das Flaggschiff, warte mal. Arbeitskleidung haben wir doch hier hinten, oder? Die produzieren wir doch hier wie bekloppt. Nee, hier nicht.
Dann produzieren wir die hier. Oder? Ja, hier. Route. Von Dundemore. Handelsroute, Route einrichten. Von Dundemore. Fracht entsorgen, Löschung warten. Klicken zum Laden. Die hier. Immer so 20. Und das Ganze wird entladen in Ditchwater. Genau. Und Dundemore. Nehmen wir noch die Stoffe mit. Laden die hier auch aus. Die Leute gehen auf die Barrikaden. Starten das erstmal. Müssen da auch noch ein Schiff zuweisen. Fregatte, Flaggschiff, die Eldorado. Okay, dann solltest du fahren. Jetzt haben wir ein Problem. Wir haben eine Meldung in Ditchwater. Was ist denn hier los? Mit ihnen habe ich ein Hühnchen zu rupfen. Na gut, wir haben aber Polizei hier. Es mangelt an Arbeitskraft. Ja, wir arbeiten nur dran. Ich kann nur nicht zaubern, Freunde. Acht Fenster. Alles im Namen Ihrer Majestät. Oh, endlich kann ich mal diese Winde freisetzen. Oh, du bleibst hier? Betrachten Sie es als Vertrauen. Sie kommen ganz leicht davon. Ah, so easy. Hol mal das Treibgut. Ach, Freunde, das ist Wahnsinn. Die Straßen sind wieder sicher. Ja, was auch Wahnsinn ist, ist dieses Let's Play, beziehungsweise das Ende dieser Folge. Ich bedanke mich mal fürs Zusehen, hinterlasst ein Däumchen nach oben und dann sehen wir uns bald wieder. Bis dahin bin ich raus, macht's gut, ciao, ciao, euer Edmund@gaming.tv. Bye, bye.